Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von der Dino Metzger an. Und der heißt Research Facility. Das heißt, eine Erforschungsanlage schauen wir uns hier an. Und das Prinzip des Parks hat er auch kurz beschrieben in der E-Mail. Das finde ich sehr interessant. Denn die Dinosaurier leben hier in seinem Park frei. Und wir befinden uns sozusagen in so einer Forschungseinrichtung. Und wir sind die Eingezäunten, nicht die Dinosaurier diesmal. Sehr coole Idee. Da bin ich mal gespannt, wie du das Ganze umgesetzt hast. Also du scheinst hier auf jeden Fall schon mal viele Gebäude aus dieser Fish and Wildlife-Ära da genommen zu haben. Oder aus dem Design. Finde ich auch cool. Die passen natürlich so mit am besten zu der zu dem Thema Research. Ja, da sieht man auch mal das Logo nochmal. Fish and Wildlife Service. Man sieht auch schon direkt fette Zäune. Also wir sind hier ordentlich eingezäunt. Aber wir haben auch einige Türme, wo wir mal reingehen können. Und uns dann mal schon mal so ein bisschen einen Überblick verschaffen können soweit. Das würde ich auch jetzt mal sagen, machen wir mal in dem Turm als allererstes. Und wie Sie sehen, sehen wir nicht wirklich was. Na doch, ein Aviarium sehen wir so ganz leicht. Aber ansonsten eher Bäume. Na, vielleicht hättest du hier noch eine kleine Lücke oder so drin lassen können, dass wir zumindest ein bisschen was zu Gesicht bekommen. Aber das sollte wahrscheinlich eher so ein Überwachungsturm oder sowas sein von diesen Landeplätzen. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ich finde übrigens, du hast das echt schön gestaltet hier mit den Lichtern und auch den verschiedenen Wegfarben. Sieht von oben bestimmt richtig cool aus. Schauen wir uns natürlich gleich auch noch an. Oh, hier sind sogar Gehege. Ah, das sind wahrscheinlich dann so Forschungsgehege. Aber ich kann da jetzt auf den ersten Blick nichts sehen und auch nichts hören. Oder sind das überhaupt Gehege? Ich glaube, das sind gar keine Gehege. Wobei, da ist ein Tor drin. Also das ist, glaube ich, schon Gehege. Aber ich glaube, das hier rechts nicht. Wir können ja mal hier ein bisschen weitergehen, wo es dahin geht. Hier geht's um die Ecke. Und noch weiter. Ich frage mich, ob die Dinosaurier auch hier bis zum Zaun kommen können. Das könnte natürlich sein. Also wenn die da wirklich frei rumlaufen, haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit. Brachios habe ich gerade schon gehört. Also die werden wir auf jeden Fall in einem Park noch zu Gesicht bekommen. Ja, hier ist nochmal ein Bereich von so einer Anlage. Hier sitzen auch Leute und sowas. Das ist ja interessant. Ich glaube, das ist ein Hotel, oder? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Einfach die Dunkelheit da drin. Wäre cool, wenn da noch Einrichtung wäre oder sowas. Aber das scheint alles leer zu sein. Ist ja cool, dass die Leute hier alle so mit den Bänken und sowas interagieren. Ich finde es übrigens schade, dass man hier bei diesen Gebäuden die Farbe nicht anpassen kann. Also hier dieses Grün, dass man das noch in andere Farben färben könnte, wäre cool. Also du hast echt sehr sauber gearbeitet, das gefällt mir echt gut. Das wird, glaube ich, richtig cool aussehen von oben. Alles richtig schön gerade und akkurat. Ich glaube, das ist einfach nochmal so ein Entwicklungslabor. Da werden dann wahrscheinlich die Dinosaurier in die Freiheit entlassen. Und jetzt gehen wir mal in den nächsten Bereich. Ich biege jetzt, glaube ich, erstmal links mal ab. Hier ist nämlich nochmal so ein schöner Turm. Da können wir gleich nochmal gucken, ob wir was zu Gesicht bekommen. Ich bin ehrlich gesagt auch sehr großer Fan von diesen Gebäuden. Wie mag ich die voll gerne vom Design. Ist halt mal so was ganz anderes, was wir noch nicht kannten. Aus dem ersten Jurassic World Evolution Teil. Ich glaube, deswegen mag ich die so gern. Aus dem Turm haben wir diese Ansicht. Da können wir leider auch nicht so viel erkennen. Außer ein paar Bäume. Schade, schade. Wäre zumindest cool gewesen, hätte man mal so den einen oder anderen Sauropodenhals gesehen. Das wäre nice gewesen. Aber gehen wir mal jetzt hier durch die Menschenmassen in den letzten Bereich. Oh, da ist auch eine Jurassic Tour.
Da werden wir dann wahrscheinlich einmal die Wildnis erkunden können mit. Da freue ich mich schon drauf. Aber hier ist auch noch ein Turm. Da gehen wir jetzt mal zuerst rein. Oh, hier kann man sogar mal ein bisschen was sehen. Leider läuft hier gerade kein Dinosaurier durch. Aber das sieht sogar aus wie so ein Trampelpfad, weil da halt kein Gras ist in der Einschneise. Aber ich glaube, das ist die Strecke von der Jurassic Tour. Aber sieht trotzdem cool aus. Wäre halt nice gewesen, wenn da jetzt auch noch Dinosaurier von links nach rechts oder von rechts nach links gelaufen. Schade, schade. Aber ich glaube, die Möglichkeit besteht, weil die halt, wie du geschrieben hast, in der E-Mail frei herumlaufen. Und hier ist auch noch ein Gewässer. Das ist aber leider auch nichts zu erkennen. Also wir wissen nicht, was uns hier an Spezies erwartet. Und bevor wir das herausfinden, schauen wir jetzt erstmal nochmal uns die Research Facility von oben an. Und ich finde, man sieht auch schon direkt, wie sorgfältig und sauber du gearbeitet hast. Das gefällt mir richtig gut. Alles schön umzäunt, alles richtig gerade. Sieht echt schön aus. Auch alles im gleichen Gebäudestil. Hier ist dann der Ankunftsort und die Helikopterlandeplätze. Und hier werden dann die Dinosaurier ausgebrütet. Das sieht wirklich echt cool aus. Auch von oben sieht die Form echt interessant aus. Und jetzt kommen wir mal zu dem Highlight von deinem Wildlife Park. Nämlich der Jurassic Tour, wo wir jetzt schön durch die Natur einmal düsen. Und dann hoffentlich die Dinosaurier in freier Wildbahn auch gut beobachten können. Der Baum ist ja cool hier. Ich glaube, du hast aber ohne Mods gearbeitet. Ich schau mal ganz kurz. Tatsächlich, der ist einfach so entstanden. Das ist ein seltenes Bild. Weil das war vorher fast gar nicht möglich, dass man in so Engstellen solche Bäume hinbekommt. Das wird ja bald auch mit dem Update möglich sein, dass man die einzeln platzieren kann. Also bis jetzt habe ich auch noch nichts irgendwie durch die Wälder huschen sehen. Aber die Landschaft gefällt mir echt gut. Aber ich mag die Karte auch optisch sehr gerne. Das ist die UK-Map. Oh, da unten sind Dinosaurier. Okay, wir müssen da vorne sogar noch durch Tore durch. Ah, ich verstehe. Das heißt, hier hätten noch gar keine Dinosaurier sein können. Wir kommen jetzt erst in den Wildlife-Bereich, so wie es aussieht. Zumindest auf dieser Seite. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Ach, guck mal, hier werden wir auch direkt begrüßt. Von dem Pachycephalosaurus. Ich hoffe, der gibt uns keinen Kopfstoß mit seiner Schädelplatte. Ja, scheint friedlich zu sein. Der legt sich sogar hin. Also der scheint sich hier nicht zu stören an mir. Oh, er schläft sogar. Kann sich gemein sein. Hi. Hier wird nicht geschlafen. Oh. Okay, jetzt habe ich die Massenpanik ausgelöst. Weiter geht's. Hier haben wir auch noch Diplos und Gullies. Sind natürlich jetzt alle aufgescheucht. Aber war vielleicht nicht die beste Idee. Jetzt kann ich hier dieses Wildlife-Leben gar nicht so genießen, weil die alle in Panik sind. Aber ich habe gerade auch schon meine Strafe bekommen. Den Schweifhieb hier vom Diplodocus. Scheint sich aber jetzt wieder beruhigt zu haben. Ich finde das immer so schade, dass es hier oben kein Sonnendach gibt. Also so ein Glasdach. Das wäre cool gewesen. Ist halt nur bei der aus der Jurassic Park Ära, dieser Ford Explorer Tour. Da hat man das. Aber es ist gerade ein richtig schönes Bild. Vor allem finde ich es auch cool, dass es da so runter geht und dann dort so ein großes Gewässer ist, wo die Dinosaurier dann trinken können. Finde ich mega cool. Und da kommt uns auch noch ein Anki entgegen. Mitten auf der Fahrbahn. Guten Tag.
Boah, der guckt uns aber grimmig an. Aber er scheint friedlich zu sein. Also er greift uns nicht an oder sowas. Jetzt können wir hier auch nochmal runter gucken. Das ist wirklich schön gestaltet. Ich finde auch deine Felsarbeit sehr gut. Und auch die Bepflanzung ist super. Rechts läuft auch noch eine Anki rum. Ich finde das ja so schön, wenn man kaum Zäune sieht. Die sind halt nur auf der Seite da hinten. Ansonsten hast du gar keine Zäune benutzt. Aber ist ja auch Sinn der Sache, ne? Der Menschenbereich ist ja sozusagen eingezäunt und nicht die Dinosaurier. Da haben wir auch nochmal so einen Wasserbereich. Oh, da hinten geht es auch noch weiter. Also sollte ich jetzt hier gar nicht so abkürzen. Ich dachte, es geht hier schon wieder zurück. Deswegen wollte ich da jetzt mal reinfahren. Aber ich glaube, wir fahren hier gleich noch nach rechts. In den nächsten Bereich. Mal schauen, was uns hier für Dinosaurier erwarten. Auch hier wieder schöne Felsarbeit. Und auch die Bepflanzung fällt mir wieder richtig gut. Sieht echt interessant aus. Guck mal, da haben wir sogar Edmontos. Und wieder ein Diplodocus. Oh, guck mal, wie schön der da im Boden sitzt. Oh, das ist auch gerade ein echt schönes Bild. Ich glaube, Paras waren da auch noch. Aber jetzt geht es, glaube ich, zurück. Ja, da hinten laufen auch noch Paras rum. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alle Spezies hier gesehen. Ich hoffe es. Oh, kann das sein, dass ich mich verfahren habe? Wait. Egal, wir fahren einfach weiter. Das kann gut sein, dass ich irgendwo falsch abgebogen bin. Hier vorne haben wir auch noch Stegos. Hier schlafen die auch noch. Wachen natürlich jetzt durch mich auf, weil ich hier lang fahre. Das sind auch so schöne Lebewesen. Gewesen, ne? Gibt's ja leider nicht mehr. Ne, was heißt leider? Wenn es Dinosaurier noch geben würde, dann wäre, glaube ich, die Weltordnung anders. Okay, der Stego ist gerade richtig in Panik. So, und jetzt geht's hier wieder raus. Und wieder zurück. Wir sind jetzt auf der anderen Seite angekommen. Und hier geht es auch nochmal durch ein Tor. Na, mit Mods hätte man sogar diesen Käfig weglassen können. Also dieses Aviarium. Dann hätten die auch frei rumfliegen können. Aber du hast komplett ohne Mods, glaube ich, gearbeitet. Ist natürlich auch immer besonders cool. Also man kann auch ohne Mods anscheinend echt das ganz gut lösen, dass man hier an den Rändern und so keine Zäune hat. Scheint gut zu funktionieren hier bei deinem Park. Ein Nasutoceratops sehe ich. Dahinter ist, glaube ich, ein Studio oder Archeornithymimus. Und hier sind die Brachios, die wir schon schreien gehört haben. Ach, wie schön. Guck mal, hier ist auch ein riesiger See. Das sieht doch toll aus. Sehr tolles Bild. Wir düsen aber mal weiter.
Oh Gott. Das ist somit der letzte Dino, mit dem ich in Konfrontation geraten will. Mit seinen Stierhörnern kann er mich, glaube ich, ordentlich wegkicken. Oh, schaut mal hier. Den sieht man auch selten. Ich glaube, das ist ein Sauropelter. Gucken wir mal kurz. Ja, Sauropelter. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Den benutze ich auch immer viel zu selten in meinen Parks. Das ist genau wie der Polarcanthus. Den benutze ich auch voll selten. Oder den Nodosaurus. Schön, wie belebt das hier ist. Triceratops, Brachios. Dann Archeornotimimus. Mega gut. Das ist auch eine sehr schöne Skinwahl überall getroffen bei den Dinos. Es wirkt alles sehr natürlich. Das gefällt mir. Ich finde, du hast es auch sehr gut mit diesen Höhenunterschieden gemacht. Das ist echt cool. Immer links und rechts so ein paar Erhöhungen und sowas. Ah, und hier vorne geht's dann in das Aviarium. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Pteranodons. Auf jeden Fall schläft da rechts auch. Ich glaube, das ist auch ein Pteranodon. Ein Stein. Das sieht echt cool aus. Wie die da alle sitzen. Wie nice das ist. Mega schön. Alle da am Schlafen. Im Hintergrund auch. Also die sitzen gerade alle auf den Felsen. Es scheint gerade Mittagspause zu sein. Aber hier sind nur Pteranodons drin. Und hier sind nochmal zur Verabschiedung Triceratopse. Und ein Gigantspino ist es, glaube ich. Da finde ich ja immer beeindruckend, wie klein die sind, ne? Im ersten Teil waren die ja so groß wie die Triceratopse. Jetzt sind es einfach so Winzlinge. Sind einfach kleiner als Menschen. Das finde ich so krass. Guckt ihr euch an, wie süß die sind. Da hoppelt er davon. Ach, und du willst nicht, dass wir gehen? Willst du, dass wir hier noch im Park bleiben, oder was? Oh, ist das ein Süßer. Die haben ja voll die coole Idle-Animation auf dem Boden. Noch nie gesehen so. So, und jetzt geht es, glaube ich, schon wieder zurück. Das hat echt Spaß gemacht. Sehr coole Idee, hier auf der Karte in der Mitte diese Forschungseinrichtung zu machen und dann da vorne im Dinosaurierbereich und hier links. Das hast du echt richtig cool umgesetzt. Und das war der Park Research Facility von der Dino-Metzger. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. In der Videobeschreibung findet ihr das Safe Game. Da könnt ihr den dann auch mal selber ausprobieren, den Park. Und falls ihr mir mal was einsenden wollt, was ihr gebaut habt, dann schaut auch in der Videobeschreibung vorbei. Dort stehen dann nämlich alle Infos zu. Und jetzt würde ich sagen, falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst es mich mit einem Like wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.